Ja, wir sind in Bendisdorf und wir haben einen glücklichen André Müller hier mit einer hervorragenden Leistung im Derby gegen den VfL Maschen. Wie war's? 10 Monate habt ihr gar nicht gespielt. Jetzt wieder um Punkte erstmals und dann ein großer Erfolg. Wie hast du es gesehen heute? Ja, die Anspannung war natürlich groß, so nach gefühlt 10 Jahren mal wieder ein Spiel zu haben. Ich glaube, dass Maschen wir oder alle Fußballer allgemein auf diesen Zeitpunkt einfach gewartet haben, wo es einfach mal wieder losgeht, den Ball am Fuß haben und endlich mal wieder in Punktspielbetrieb gehen. Ich glaube, da waren schon alle in den Haarspitzen motiviert. Ja, aufs Spiel, ja, was soll man groß sagen? Ne? Wir gehen als Underdog eigentlich ins Spiel rein. Maschen natürlich der haushohe Favorit. Wir haben 6 Wochen hart gearbeitet und einfach uns belohnt. Ne? Ja. Wir waren letzte Saison schon immer ganz nah dran und haben immer unglücklich die Spiele gewonnen. So, und jetzt sind wir ein Jahr gereift, zusammengewachsen und so haben wir als Team halt heute auch meines Erachtens auch gut verdient gewonnen, auch in dieser Höhe auch. Ja, und alle waren dabei und ihr habt eigentlich auch, das weiß man im Moment, ja, in Bendisdorf hatten wir Probleme mit dem Platz, das habt ihr angenommen. Ne? Also ja, was soll man machen? Ne? Die Bewässerungsanlage war leider kaputt. Ja, der Platz war schon ein leichter Acker, aber muss man halt annehmen, haben die Jungs super gemacht, halt, haben sich reingefaltet. Ja, und jeden Zweikampf angenommen. Ja, genau. Wie es sein muss. Ja, und bei zwei Torwartfehler gerecht verteilt auf beiden Seiten. Genau. Vom Platz verschuldet. Aber so ist das. Wo geht's für euch jetzt hin? Wie geht's weiter? Wir haben jetzt gegen Germania Walsrode ein Auswärtsspiel. Und dann in 2 Wochen spielen wir gegen Zibern hier zu Hause. Ja, dafür viel Erfolg. Dankeschön. Den Maschner natürlich auch, dass die nächsten Spiele dann auch besser bestreiten. Und viel Erfolg. Dankeschön. Ja, der Matthias Dieterich stellt sich auch, das finde ich ganz toll, nach dem Auftaktspiel, was in Bendisdorf eigentlich nicht für euch gelaufen ist. Ihr seid da nicht so richtig reingekommen. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, also erstmal Glückwunsch nach Bendisdorf, absolut verdienter Sieg, muss man so deutlich dann auch sagen. Und wenn man sich das Spiel dann eben auch einmal anschaut, ist es so, dass wir in der ersten Halbzeit halt wahnsinnige Probleme damit auch hatten, die Zweikämpfe dann auch anzunehmen. Bendisdorf hat ein gutes Spiel gemacht, hat sehr aggressiv dann auch gespielt und Zweikampfführung gestaltet. Und wenn du keine Zweikämpfe gewinnst, dann kannst du im Fußball auch nicht gewinnen. Das war schon immer so. Dann schießen sie 2 blitzsaubere Tore aus den Kontersituationen dann eben auch heraus. Dann wird es für uns natürlich dann auch schwer, dort dann wieder den Anschluss zu finden. Schaffen das dann kurz vor der Pause durch einen individuellen Fehler dann auch. Und sind dann eigentlich dran, haben uns dann in der Pause sehr viel vorgenommen. Und können das dann leider aber auch nicht auf den Platz bringen und werden dann in der zweiten Halbzeit einfach ja, wieder mit 1-2 Kontersituationen ausgekontert. Ja, und das letzte Tor, was fällt, das fällt wahrscheinlich auch nur einmal so, wie es dann eben auch fällt. Aber in Summe passt das, glaube ich, alles gut zusammen für Bendisdorf. Wie gesagt, absolut verdienter Sieg, gibt es nichts dran zu rütteln. Und für uns ist das ein Schlag ins Gesicht. Aber eins werde ich versprechen, wir werden wieder aufstehen und wir werden nächste Woche gegen Zibern Walsrode ein anderes Gesicht zeigen. Genau, wann findet das Spiel ganz genau statt? Wir empfangen Zibern Walsrode nächste Woche dann am Sonntag bei uns in der Rudolf-Sievers-Arena um 14 Uhr. Ja, um 14 Uhr. Genau. Ja, da kann man ja nur hoffen, dass dann die VfL-Familie zusammenkommt, dass man euch den Rückenwind gibt, weil das ist natürlich klasse, wenn wieder Fußball läuft, wenn die Menschen wieder zusammenkommen. Das wünsche ich dir. Ich sag dir viel Erfolg für deine Mannschaft, für deine Farben, ja, dass der VfL dahin kommt, wo er hingehört. Ja, viel Erfolg. Wir werden alles daran setzen. Vielen Dank. Danke. Ja, um kein Video von uns zu verpassen, muss man unten bei YouTube die Glocke drücken. Wir freuen uns auch über ein Gefällt mir. Und wer mal selbst ein Thema hier erörtert haben will, der spricht uns gerne an. Und für Vereinsvertreter ist das sogar kostenlos. Wir freuen uns. Wir sehen uns.